Wie ist es denn jetzt mit den erfolgreichen Punkten zu einem Trader? Wann kann es denn werden? Wie gesagt, das ist ohne Prämisse, aber aus dem Erfahrungsschatz der langjährigen Tätigkeit meinerseits und auch dessen, was ich so kennengelernt habe, gibt es drei Disziplinen, so nenne ich es jetzt mal, die für den Handelserfolg eines Traders elementar sind. Also das ist etwas, das muss man einfach erleben, erfahren, durchleben und dann bewegt man sich zumindest in die richtige Richtung, dass das was werden könnte. Am Ende, und das ist der Punkt 3, ich nehme es mal vorweg, ist die Psychologie noch der Hauptmaßgeber. Ja, also Sie können noch so gut sein, wenn die Psyche nicht mitmacht oder Sie irgendetwas im Kopf da nicht richtig laufen haben. Ja, es ist, der Markt sagt manchmal, es ist wie ein Spiegelbild Ihrer selbst. Ja, wenn Sie schlecht drauf sind und Sie gehen mit einem Kater oder mit 3 Promille an den Desktop, dann kann ich Ihnen aber zu 99,9% davon schreiben, dass das nichts wird. Ja, und das spiegelt sich aber auch, wenn Sie nüchtern rangehen und trotzdem psychologisch irgendwo einen Haken haben, so wieder, dass das schwierig wird. Aber kommen wir mal zu den 3 Punkten. Erstmal das Verständnis rund um die Märkte und insbesondere technisches Know-how. Erinnern Sie sich an das, was ich vorhin gesagt habe mit der Überschätzt- und Unterschätzt-Geschichte. Da meine ich jetzt nicht speziell Marktwissen oder technische Analyse, sondern auch technisches Know-how. Das heißt, die Trading-Plattform müssen Sie kennen. Sie müssen die Stop-Arten kennen. Sie müssen wissen, was ist dieses, jenes, wenn ich an der und der Schraube drehe. Das heißt, Sie müssen sich mit der Thematik beschäftigen. Neben rund um die Märkte, insbesondere auch technisches Know-how. Wie funktioniert denn das mit dem Hebel? Wo werde ich denn ausgeführt? Bescheißt mich mein Broker? Habe ich einen Core-Spread? Wie sind meine Kosten? Das sind alles so Fragen, die muss man sich stellen. Und das ist nicht nur das Marktwissen, sondern das ist technisches Know-how. Neben Money Risk Management, was dann im Übrigen jetzt, bums, definitiv der 2. Punkt ist. Wenn Sie wissen, was Sie tun, zumindest rein von den Basics her, dann ist es wichtig, dass Sie wissen müssen, wie tun Sie es. Und da ist Risk- und Money Management das A und O. Wenn Sie wissen, deswegen gibt es auch erfolgreiche Pokerspieler und nicht erfolgreiche, weil die, die erfolgreich sind, die wissen sehr gut, ihre Chance-Risiken-Verhältnisse abzuwägen. Und Pokern und Trading sind sich gar nicht so fern. Wenngleich die Glückskomponente beim Poker noch da ist, wobei man dann auch am realen Tisch auch die Gesichter und die Psyche lesen kann, was hochinteressant ist. Aber es gibt auch beim Pokern tatsächlich Leute, die davon leben. Und die tun das dadurch, weil sie wissen, wie sie mit Risk und Management umgehen. Und weil sie auch zur richtigen Zeit, das haben wir mit Positionspushing vorhin gehabt, auch mal All-In gehen auf gut Deutsch. Ja? Aber das machen die, weil sie es wissen. Und aber auch vor dem Hintergrund, selbst wenn sie jetzt All-In gehen, geht das Leben danach weiter. Und ich habe nicht alles riskiert, was ich hatte. Ja? In dem Trade oder in der Position habe ich dann halt, oder in dem, auf dem Platz, sage ich jetzt mal, auf dem River, habe ich dann einfach nur das eingesetzt, was ich dann verliere im Notfall, aber ich habe hinten raus immer noch genug Geld, um weitere Pokertische zu spielen. Wie auch immer, wollen wir nicht zu vertiefen. Der letzte Punkt ist dann ganz klar hier mentale Fähigkeiten und da sind wir bei der Psyche. Ja? Nicht umsonst heißt es, Erfolg entsteht im Kopf. Ja? Und das ist ganz klar, wenn man, da kann man noch so gut vorbereitet sein, wenn das im Kopf nicht passt. Zwischen den Schultern scheitert es eben tatsächlich in der Masse der Fälle, da wird es schwierig. Und da hilft auch der Thorsten eben sehr viel mit seiner direkten norddeutschen Art, sage ich mal. Die ist direkt, entweder liebt man ihn oder man hasst ihn, aber ich sage mal, der bringt rüber, worauf es ankommt und er hat auch schon viel erlebt, ja, das muss man ganz klar sagen. Und aber er ist so mental gesehen da schon ein Bollwerk ja, mehr, also den lässt da nichts mehr kalt, weil er auch schon viel erlebt hat. Ja, das muss man einfach sagen, im Laufe der Zeit hat er da enorme Skills aufgebaut. Und jetzt gehen wir mal ein Stück weit in die Tiefe zu den einzelnen Disziplinen, die ich jetzt mal so nenne, um das nochmal ein bisschen zu untermauern, damit Sie das einfach heute mal mitnehmen als, ja, als Erfahrungswert. Was Sie daraus machen, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber Verständnis rund um die Märkte, was meine ich damit? Ich habe es schon angesprochen, technisches Wissen über den Broker, Ordermöglichkeiten, Handelsplattform, dann natürlich auch doch Kenntnisse. Man sollte es nicht überschätzen, aber man sollte zumindest den Chart lesen können. Sind wir in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend? So fängt es schon mal an. Das muss man wissen. Aber glauben Sie mir, es gibt viele Leute, die schauen noch nicht mal auf den Chart, die feuern einfach nur ab. Weil sie da eine Börsenbriefempfehlung haben, weil sie dies haben oder weil sie das haben. Da wird nicht hinter die Kulissen geschaut und das wird langfristig leider zum Scheitern führen. Dann diverses Wissen über Trading-Ansätze, ableiten daraus das Lesen von Charts. Und das ist auch, was der Micha in seinem Buch auch schreibt. Meine ich mich jetzt richtig zu erinnern, das ist schon lange her. Aber es geht darum, praktisch nicht irgendwas zu interpretieren an einem Chart, sondern etwas zu suchen. Ja, es gibt halt, wie gesagt, nicht nur den DAX, den man handeln kann. Das ist übrigens auch ein Riesentrugschluss. Die Masse der Marktteilnehmer liebt den DAX und handelt den DAX gern. DAX ist aber ein schwieriges Objekt der Begierde, sage ich mal. Im Vergleich zum DAX gibt es vielleicht aus dem DAX heraus 30 Einzelaktien oder auf den Währungsmarkt bezogen dann plötzlich 15 bis 30 Währungspaare, die einfach vom Setup her wesentlich interessanter sind zu traden, als jetzt in dem Moment den DAX. Das heißt,
interpretieren Sie nicht immer irgendwas auf Ihrer Lieblingsanlagevehikel, sondern schauen Sie einfach mal im Universum der Finanzmärkte, was es sich da so bietet. Und da gibt es eben trendstarke Aktien, trendschwache. Es gibt Indizes, die gut laufen, die schlecht laufen. Es gibt Währungen. Das heißt, nicht zu fokussieren und interpretieren irgendwas auf dem Underlying, sondern suchen und finden. Da fängt es schon mal an. Und das gehört auch zum Verständnis rund um die Märkte. Und dann natürlich eine ganz wichtige Frage, wo viele auch sich grundsätzlich überhaupt schon mal nicht stellen. Kennen Sie den Erwartungswert Ihres Handelssystems? Handelssysteme, ich spreche jetzt nicht über einen Algorithmus, sondern über eine Möglichkeit. Haben Sie Ihre Trades selber mal, also ein Setup, Sie sagen, Sie steigen da aus, da ein, da aus. Haben Sie das schon mal mindestens 30 Mal historisch in einem Chart manuell nachgeprüft? Oder haben Sie einfach mal einen Erfahrungswert in Erfahrung, also einen Wert in Erfahrung gebracht, ob Ihr System überhaupt profitabel ist, was Sie denn da nutzen? So, diese Frage muss man sich stellen, weil letztlich ist Börse oder Ein- und Ausstiege reine Mathematik. Das heißt, es ist nichts, was man nicht irgendwo parametertechnisch bemessen kann. Entry, Exit, Take Profit, Stop Loss. Lässt sich alles schön in Zahlen packen. Man muss nur natürlich Parameter festlegen, wohin es geht. Aber um eben den Erfahrungswert, und das ist auch ein Stück weit dann mit der Psyche zusammenzuliegen oder zusammenzuhängen, wenn Sie den Erfahrungswert Ihres Handelssystems kennen, haben Sie eine innere psychische Sicherheit schon, weil Sie in gewissen Situationen wissen, was passiert. Das heißt, Drawdown-Phasen werden kommen, aber kennen Sie die? Kennen Sie die Trefferquote Ihres Systems? Über 50, unter 50? Kennen Sie die durchschnittliche Haltedauer vielleicht sogar? Also das sind so Punkte, die muss man tatsächlich in meine Erfahrung bringen, aber das ist das Verständnis rund um die Märkte oder auch Sachen, dann das geht so ein bisschen auf die Statistik, haben Sie starke, schwache Handelstage, zum Beispiel im Forex-Markt, der Montag und der Freitag, das sind Tage, da sind die Big Banks teilweise raus aus dem Markt. Am Montag wird überlegt, was passiert. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gehen die großen Trades dann langsam los und am Freitag werden die Bücher geschlossen, in der Regel. Bei den reinen Prop-Abteilungen, bei den Trading-Abteilungen. Im Interbankmarkt, wenn jetzt, sage ich mal, irgendwelche Währungsgeschäfte im großen Stil stattfinden, da spielt das ohnehin nicht eine Rolle. Der reine Forex-Markt ist zu 95% eh ein reiner Intraday-Markt, der da abläuft. Aber es sind einfach Punkte, gibt es starke, schwache Tage, gibt es Tage, wo ich gut drauf bin, gibt es Tage, das muss man einfach mal hinterfragen und sowas macht man eben nicht an einem Wochenendseminar und dann hat man es, sondern das ist ein Prozess der Zeit. Und wenn ich über Erfahrungswerte spreche, beispielsweise Sie handeln eine Ausbruchsstrategie oder Sie handeln Crossover von zwei Moving Average, was langfristig auch nicht funktionieren wird, aber wenn Sie irgend so ein System haben, dann testen Sie das mindestens 30 Mal, eher noch 100 Mal und besser natürlich noch 1000 Mal, einfach um den Erwartungswert der Vorgehensweise zu kennen. Ja? Und viele probieren irgendwas aus 10 Mal, davon hat es jetzt 7 Mal nicht geklappt, also ist es Mist. Dann gehen Sie zur nächsten Strategie, gleicher und zur nächsten. Und ich sagte ja vorhin, es gibt über 1000 Strategien, das wird so nicht funktionieren. Die Frage ist erstmal, was ist Ihr Ding? Sind Sie Trendfolger? Handeln Sie gegen den Trend? Welche Zeitebene handeln Sie gern? Das sind so Parameter und dann kann man so schauen, welches Setup passt denn überhaupt zu mir. Also es ist ein Riesenprozess. Wichtig aber, um sich da klar zu werden, worauf es ankommt. Letztlich, da steht ja hier, Sie brauchen ein klares und vor allen Dingen duplizierbares System. Also etwas, was Sie immer und immer und immer wieder tun. Und das ist dann teilweise der Punkt, wo Sie sagen, jetzt wird Börse langweilig. Wenn Sie an dem Punkt sind, haben Sie es geschafft. Wenn Sie sagen, Sie sind vom Monitor, es kommt jetzt nicht mehr der Rinnsal des Schweißes hier an den Schläfen runter oder im Nacken, wenn es ganz schlimm kommt, ja, hat vielleicht der ein oder andere erlebt, ich überhebe mal anständig und plötzlich geht die Position gegen mich und ich fange es wackeln an und kriege Schweißausbrüche. Unglaublich. Das darf nicht passieren. Das wäre ein schlechtes, duplizierbares Setup. Wenn Sie es 100 Mal machen, haben Sie einen Herzinfarkt vielleicht. Das bringt nichts. Deswegen lieber etwas aussuchen, wo es funktioniert und das müssen Sie mit einem Erfahrungswert rausfinden und dann im Prinzip immer das Gleiche abspulen. Sie kennen Ihre Risiken, Sie kennen Ihre Chancen und Sie kennen Ihren Erwartungswert und das muss man durchführen. Und dann entsprechend eines Tradingplans durchgehen. Wie so ein Tradingplan aussieht, da gibt es auch 1000 Möglichkeiten. Ich selbst habe für meine eigenen Erfahrungen, das kann ich nur so weitergeben, Screenshots gemacht. Von dem Chart, Screenshot, das war der Einstieg, an dem Chart rumgemalt, den Chart wirklich vergewaltigt, also dann rumgeschrieben, warum, wieso, weshalb. Und dann gleich am Ende nochmal Exit, Take Profit, Stop Loss und wieder drin rumgeschmiert. Warum habe ich das gemacht? Weil ich 40, 50 oder 5000 Seiten eines Buches oder eines Trading Journals, wo ich alles, werde ich in meinem Leben nie wieder lesen. Aber so ein Bild gucke ich mir an und das prägt sich mein Hirn auch ein. Und das meine ich mit Duplizierbarkeit. Wenn Sie irgend so ein Setup immer wieder abspulen und Sie haben dann auch noch einen Chart, Screenshot dazu und Sie gucken sich das immer wieder an, das funktioniert nicht, das speichert sich unbewusst ab und dann sind wir wieder bei dem Suchen und Finden. Oder suchen und nicht interpretieren.
Sie suchen dann im Chart und Sie werden automatisiert dann Setups entdecken, die dann tatsächlich dem Erfolgsfaktor eine höhere Wahrscheinlichkeit zuwerfen, als wenn Sie es nicht tun. Aber wie gesagt, Tradingplan ist auch wieder ein Riesenthema für sich. Der eine muss viel schreiben, aber glauben Sie mir, wenn Sie ein halbes Jahr lang jeden Tag 10 Seiten geschrieben haben, wann wollen Sie das denn lesen? Also ich wüsste nicht wann. Oder Sie lassen sich das per Hörbuch abends vorlesen im Schlaf. Ich weiß es nicht. Es ist aber schlichtweg für mein Dafürhalten war es unpraktikabel. Gut. Aber wenn Sie jetzt ein passendes Setup haben mit einer positiven Gewinnerwartung, ist der erste Schritt schon mal getan, um in Richtung Handelserfolg zu gehen. Jetzt kommt es aber hier dann zu dem klaren Risk- und Money-Management, Trade-Management. Das wird auch in vielen Büchern viel zu kurz gehandhabt. Teilweise taucht es auch in keinem Buch auf. Gibt mittlerweile Literatur dazu, sollte man sich durchaus mal anschauen, weil letztlich ist es reine Mathematik. Aber es ist wichtig, sich darüber bewusst zu werden. Und da geht es nämlich zum Beispiel schon mal um den Faktor zu Verlust- und Gewinnrelationen. Rein auf den Aktienmarkt bezogen könnte man aber auch mit Pips vergleichen oder Punkten. Grundsätzlich lassen sich, man sagt ja auch, Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen. Das ist eine Börsenbinsenweisheit und das ist auch richtig so, aber die wenigsten tun es. Ne? Da werden eben Dispositionseffekt, die Verluste vergrößern, die Gewinne begrenzt. Genau das Gegenteil von dem, was Erfolg bringt. Wird aber gemacht. Der Punkt ist, man muss sich auch mathematisch mal im Klaren darüber sein, dass man einen Drawdown, also Niederschlag von 10% relativ leicht mit 11% wieder ausgleichen kann. Bei 20% wird es schon langsam schwierig, 25%. Und jetzt bei minus 30% bedarf es schon mal einer Rendite von 43, um einfach wieder Break-Even auf Null zu sein. Und das geht natürlich exponentiell nach unten weiter. Ja, also bei minus 90% brauchen Sie schon Richtung 900 oder 1800, über 1000% Rendite. Oder hier bei minus 50%, ich war auch mal auf einem Seminar, Gott bewahre, ja, bei minus 50%, wie ist es denn da? Wie viel brauchen Sie denn, um wieder auf Null zu sein? Na, plus 50%. Das war schon eine harte Nummer. Aber dann ist es natürlich was, wo ich sage, wenn es da schon scheitert, wird es schwierig. Man muss aber natürlich dann klar sich werden, dass es wirklich viele Marktteilnehmer ist, wo es dann tatsächlich so im Kopf abläuft. Und alles, was, meine lieben Zuschauer, was portfoliomäßig auch auf Position bezogen über minus 20% geht, ist schwierig wieder auszugleichen. Weil wie im vorherigen Vortrag gesagt, oder war es in diesem, der durchschnittliche Hedgefonds erzielt eine Rendite zwischen 15, 20, 25%, und das sind die Tops. Und das machen die im Jahr. Gut, die hatten Jahre dabei, da haben sie auch mal 400% gemacht, keine Frage. Oder Jahre mit 40%. Da gab es aber auch Jahre mit minus 30%. Das heißt, wir haben hier eine Kurve, die sich irgendwo ausgleicht. Letztlich sollte man darauf aufpassen, dass man, wenn man ins Minus rutscht, deswegen die Verluste nicht weiter ausdehnen lässt, weil dann die Schere zu schließen, ist schlichtweg unmöglich. Und dann ist man in so einer Verlustspirale, negative Pyramidisierung. Und dann endet das, worin endet es? In dem, was in Frankreich und England schon bewiesen wurde, 90% der Konten sind nach 6 bis 9 Monaten nicht mehr da. Weil es schlichtweg missachtet wurde, das Trade- und Money-Management. Kommen wir mal zu einem anderen wichtigen Faktor. Trefferquote und Chance-Risiko-Verhältnisse, auch ganz wichtig. Weil man sich eben sagt, okay, ich fühle mich psychologisch wohl, wenn ich eine hohe Trefferquote habe und fühle mich unwohl, wenn ich eine niedrige Trefferquote habe. Man muss jetzt wissen, dass Trendfolgesysteme, also Systeme, wo Sie mit dem Trend generell gehen wollen, grundsätzlich eine Trefferquote von unter 50% haben. Also bei 10 Trades liegen Sie in locker, also im großen Mittel liegen Sie in über der Hälfte der Fälle bei 40% Trefferquote. Das heißt, von 10 Trades versemmeln Sie schon mal 6. Das steht schon mal fest. Und das muss man, erinnern Sie sich an die Fragen, die Sie stellen müssen, persönlich und psychologisch erstmal abarbeiten, dass das auch funktioniert, dass Sie so eine Ohrfeige vom Markt kriegen. Dennoch ist so eine Trefferquote völlig relativ gesehen zu dem Punkt, wenn man die Chance-Risiko-Verhältnisse in den Kontext setzt. Ja, weil eine Trefferquote sagt ja überhaupt nichts über den Erfolg eines Systems aus. Wenn man im Kontext der Trefferquote eine gewisse Chance natürlich auf dem anderen Level erzeugt. Und gerade bei Trendfolgesystemen sollte man eben versuchen, nicht das einfache Risiko oder zweifache Risiko zu verdienen, sondern wie Sie jetzt zum Beispiel sehen, bei einer Trefferquote von 25% reicht ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3 aus. Ja, das ist relativ simpel. Aber Sie können tatsächlich nur eine 25-prozentige Trefferquote haben, wenn Sie mit einem Trade richtig liegen von 4, sind Sie wieder bei 0, weil Sie das Dreifache Ihres Risikos verdienen in dem einen Trade. Okay, soweit nachvollziehbar. Und das kann man ja soweit auch runterziehen oder hochbrechen, und Trendfolgesysteme haben eine Wahrscheinlichkeit von unter 50%. Und wenn Sie da mit einer Trefferquote von 33% zum Beispiel unterwegs wären, wäre das zum Beispiel schon mal top. Ja? Andere Sachen sind solche Ausbruchssysteme, Breakouts, wo man sagt, da will man nur ganz schnell einen Gewinn mitnehmen. Und das sehen Sie auch hier an den Zahlen, da reicht ein CRV von 0,4 aus, um auf 0 zu sein. Das heißt, ein Chance-Risiko-Verhältnis ist da gar nicht über 1 ausgeprägt.
aber mit einer hohen Trefferquote kompensieren sie das Ganze wieder. Muss aber jeder für sich entscheiden, ja, was für ein System handle ich denn überhaupt. Ja? Ich kann ja nicht plötzlich Trendfolge handeln und dann auf die Idee kommen, nur schnelle Gewinne mitzunehmen immer, weil sie da zu wenig Chancen verdienen, um ihre Risiken wieder auszugleichen. Genauso ist es umgekehrt mit einem System, was Breakouts zum Beispiel handelt, wo es nur um schnelle Gewinne geht und sie dann praktisch auch damit leben, viele kleine Gewinne zu machen und wenn es mal schief geht, dann einen großen Verlust. Aber sie haben eben ein anderes Chance-Risiko-Verhältnis, ein Chance-Risiko-Ratio. Das ist aber wichtig, sich zu stellen und eben dann aber eine essentielle Erkenntnis über dessen, dass sie am Markt überleben werden. Ja? Und da ist Risikomanagement nun mal das A und O. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt. Erfolg, wie gesagt, entsteht im Kopf. Ja? Ich will jetzt hier keine Motivationstrainer-Geschichte oder irgendwas machen. Da gibt es andere Experten hier auf dem Auditorium, auf dem Forum hier, die Ihnen da sicherlich viel erzählen. Aber es ist tatsächlich so, dass man natürlich grundsätzlich auch für sich eine gewisse positive Grundeinstellung haben muss. Und ich sagte das ja vorhin mit dem Promille oder mit dem schlechten psychologischen Zustand. Sie müssen Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben. Sie müssen auch mental belastbar sein und mit Verlusten umgehen können. Dazu ist der Mensch, wie gesagt, nicht gebaut. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das für mich echt ein zäher Prozess war, zu reflektieren, okay, ich habe verloren, Haken dran. Es wurde besser mit dem Moment, wo ich meine Risikosize runtergesetzt habe. Also ich arbeite im 0,-Bereich im Übrigen, also pro Position. 0,25% maximal. Wenn ich da viermal verliere, habe ich 1% meines Kapitals verloren. Das juckt mich überhaupt nicht. Aber es bringt eine gewisse Entspannung mit. Ja? Und da geht es nicht darum, irgendwie groß 500 Euro am Tag zu verdienen, sondern sein Risiko im Griff zu halten. Weil da kann man dann wirklich auch eine gewisse Art und Weise selbst reflektieren und ausdauernd auch am Markt arbeiten. Das geht nicht, wenn Sie mit 10% Risiko pro Position fahren. Das ist Hölle. Wenn Sie richtig liegen, dann sind Sie abends der die Champagnerflasche abschlägt und dann der Held des Tages ist. Aber am nächsten Tag kommt es dann richtig dick, weil dann wird das alles verloren und noch viel mehr. Also da muss man wirklich aufpassen. Also wissen, was man tut und was man es nicht tun muss. Das sind wichtige Sachen, die im Kopf erstmal klar sein müssen. Und dazu habe ich dann noch ein Bild, wenn man sich so ein Stück weit eben der Thematik nähert, nach dem Motto, ich habe so einen Rahmen, ein Korsett geschafft für mich, wo es funktioniert, ja. Dann bin ich irgendwann keine Beute mehr. Wichtig ist, und ich kann nur noch mal darauf verweisen, neben dem, dass man so das Korsett schafft, ist auch wichtig, dass Sie immer darauf achten, mit dem richtigen Partner zu arbeiten. Und beim Brokerage oder im Trading muss man sich die Frage stellen, wer ist mein Partnerbroker? Ja, es ist ein Partner, es ist eine Partnerschaft. Und wenn der Broker gegen Sie handelt, dann sind Sie trotzdem das Mäuschen. Dann können Sie noch so ein tolles Korsett haben. Ja, die Eule kommt und dann ist es weg. Da ist die Kohle weg. Entweder am Markt oder der Broker hat sie genommen. Aber da muss man natürlich sich ganz klar werden. Und in dem Kontext dieses Bildes ist es so, dass das Ihre Gegner sind, meine lieben Zuschauer. Neben vielen Algorithmen. Das ist ein Händlersaal aus den USA. Das Ding sieht aus wie ein Hühnerstall. Ja? Aber da, meine lieben Leute, da sitzen weit über 1000 Leute drin, von mindestens 6 Bildschirmen pro Arbeitsplatz. Und die haben nichts anderes zu tun, als den Markt zu covern. Und das sind nicht die, die mit dem Smartphone auf Hawaii sitzen und da mal eben so rumtraden, sondern das sind die, die den Markt auseinandernehmen. Und die haben eine Rendite, die sie bringen müssen. Wenn die 2 Monate hintereinander nicht erfolgreich waren, dann ist der Platz weg. Und dann können sie sich einen neuen Job suchen. Also das ist auch ein enormer Druck, würde ich nie arbeiten wollen, würde ich durchdrehen. Aber das ist ein Handelssaal aus der UBS zum Beispiel. Aber bei der Deutschen Bank sehen die nicht anders aus. Aber es ist im Prinzip wirklich was, wo man sagt, das ist heftig. Aber das sind ihre Gegner, wenn man es mal so sagen will. Neben dem, dass man eben, wenn man unglücklicherweise beim verkehrten Broker ist, den noch als Gegner hat, hat man hier nochmal, sage ich mal, den Riesenhaufen an Marktteilnehmern noch dagegen. Und das ist ja nur ein Bruchteil von allem. Also es ist eben, wie gesagt, kein Zuckerschlecken. Man muss sich eben darüber klar werden, wo man sich hier bewegt. Und es ist eben kein Spielcasino. Es ist eben kein mal eben so am Nachmittag was machen. Es ist ihr sauer verdientes Geld. Ja? Und da sage ich immer, der Treibstoff, wie ich vorhin schon meinte, das ist ihr Treibstoff für die Märkte. Und wenn Sie das nicht beschützen, dann haben Sie am Ende gar nichts mehr. Und im Gegenteil, die Frau hängt noch im Nacken und dann gibt es die Keule. Dann funktioniert das Liebesleben auch nicht mehr. Und dann haben wir ja gar nichts gewonnen. Ne? Dann ist es vorbei. Dann sitzt man dann tatsächlich auf der Parkbank oder und fragt sich, was da denn schiefgelaufen ist. Das heißt, man muss sich wirklich mit der Thematik auseinandersetzen und hier sozusagen die Auflösung finden. Letztlich zur Auflösung, nach dem, was will ich mit dem Bild sozusagen ausdrücken, mit der Eule und dem Mäuschen da unten. Wichtig ist für Sie, dass Sie keine Beute mehr werden und sich eben sozusagen die Rahmenbedingungen schaffen. Ja? Und ich konnte jetzt hier auch nur in den 1,5 Stunden, wo ich jetzt schon wieder langsam am Reden bin, tatsächlich auch nur anreißen, worum es geht. Aber ich hoffe, Ihnen erstmal transportiert zu haben, und es kommt noch was, worum es geht, worum es beim Broker geht und worum es natürlich auch in der Ausbildung geht. Und wie gesagt, beim Thorsten Helbig, wir haben eine Partnerschaft seit letztes Jahr im Herbst gefunden und wir haben jetzt auch andere Partnerschaften, die wir eingehen, wo wir sagen, wir wollen eben jetzt auch dem Kunden einen Mehrwert liefern.
wo wir sagen, neben dem, dass er natürlich einen Partnerbroker hat, über den er nur handelt, wollen wir natürlich unseren Kunden dann auch Services und Education bilden und dann einen Kontext bilden. Und im Übrigen planen wir da auch gewisse, ich will nicht zu viel sagen, da muss man jetzt immer aufpassen, aber ich sage mal im Prinzip verschiedene Events, die sehr, sehr speziell und besonders werden, wo wir aber sagen, da geht es auch um pure Transparenz beim Trading. Man kann sich sagen, die Trader sitzen nackt da und zeigen eben wirklich, worum es geht. Und da wird nicht nur ein Demokonto gehandelt oder nur mal einen Tag das gehandelt, sondern da geht es echt um eine Geschichte, die sich über Wochen bis Monaten erstreckt und man dann wirklich mal sieht, läuft es oder läuft es nicht. Und da muss man aber auch wissen, dass so ein Trader natürlich auch mal eine Phase des Drawdowns haben kann. Das heißt ja nicht, dass der, wenn der jetzt 6 Wochen lang Mist macht, dass es ein schlechter Trader ist, wenn er zuvor 6 Jahre lang erfolgreich war. Der Witz ist nur, der Trader weiß das, der Zuschauer meistens nicht. Aber da muss man Aufklärung machen, ja, und die Leute eben auch anführen, dass es eben ein ganz, ganz wichtiger Erfahrungsprozess ist, den man sozusagen eingehen muss mit sich. Und jetzt nochmal ein paar persönliche Erfahrungen, bevor ich dann noch was zum Pro-Team auch noch weiterführend sage. Grundsätzlich, wie gesagt, es ist ein Riesenprozess der Zeit. Also wer glaubt, es funktioniert schnell, wird nicht funktionieren. Ich sagte auch schon, Sie dürfen nicht interpretieren. Auf den Punkt gebracht, Sie müssen das Setup finden, was zu Ihnen passt. Zeitlich, finanziell, persönlich, damit Sie das wirklich umsetzen können. Und da geht es auch natürlich, und das ist auch eine interessante Feststellung, es geht nicht um Quantität. Im Gegenteil, wenn die Trade-Frequenz weniger wird, tradet man teilweise effizienter und besser als nach dem Motto, ich jage jetzt hier wie auf der Farm die Hühner und schieße hier ein Trade nach dem anderen ab. Das kostet nur mehr und wird am Ende mit Sicherheit nicht zum Erfolg führen. Deswegen wirklich Qualität, nicht Quantität. Das muss man ganz, ganz klar unterscheiden. Aber gerade am Anfang, man ist wie im Dschungel mit der Machete in der Hand. Man will abfeuern, ja, man will Action haben, aber das ist der verkehrte Weg. So wird es nicht gehen. Dann das mit den Screenshots. Ich sagte es ja schon, Bild machen, kurzer Text dazu, prägt sich viel, viel besser ein. Und Sie können die Bildergalerie am Ende der Woche oder am Ende des Monats durchgehen und glauben Sie mir, das speichert sich. Als wenn Sie 10 Absätze, 50 Wörter geschrieben haben. Ich glaube, das ist schwieriger. Und wir sind da bildlich veranlagt. Wir haben ja unser Auge, sage ich mal, interpretiert, ja. Und das kann man sehr, sehr gut verinnerlichen. Also mit dem Trading, mit den Screenshots muss ich sagen, das war bei mir auch so ein Quantensprung, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich es dann auch verstanden, mal immer wieder zu duplizieren, um was es eigentlich geht. Das kann ich Ihnen wirklich so nur mitgeben. Ist sehr, sehr wichtig. Und dann ausgestoppt und Verlust ist das mit der Ohrfeige. Sie müssen sich ja vorstellen, selbst wenn Sie einen Verlust machen oder auch mal 5 Verluste hintereinander, das ist theoretisch von Ihrer Trading-Laufbahn gesehen, wenn Sie lange genug dabei bleiben, ein Trade von Tausenden. Spielt überhaupt nicht die Rolle. Ja? Oder auch das Setup oder der jeweilige Trade, viele emotionalisieren das. Ja? Uff, der muss jetzt klappen. Und wenn der Trade ins Minus läuft, dann beiße ich in die Tischkante oder werde dann plötzlich unglücklich oder habe einen scheiß Tag, bin schlecht gelaunt. Ist dann alles so, wo man sagt, das darf einen nicht emotionalisieren, sowas. Wenn das passiert, dann stimmt irgendwas nicht. Positionsgröße zu hoch, ich fühle mich nicht wohl beim Trading, dann sollte man es lieber lassen, weil dann ist das sicherlich ein fortschreibender Prozess. Man muss da ein Stück weit entspannter bleiben. Und dann das Nächste, natürlich verlieben Sie sich nicht in Underlying. Ich kenne viele Scalper, die nur Euro-Dollar scalpen und nur den DAX. Aber das machen die schon seit über 10 Jahren und die können das. Okay? Wenn man an den Markt rangeht, um Erfahrung zu sammeln, dann ist es vielleicht besser, man schaut sich erstmal an, wo was funktioniert. Und das nicht nur in einem Markt, sondern in vielen. Und da muss man wirklich auch mal das Buch aufklappen und ein bisschen über den Horizont schauen. Und bei uns bei JFD können Sie auch ein Demokonto theoretisch 10 Jahre lang machen. Und wir werden Sie nicht anrufen und nach 2 Wochen sagen, Sie müssen jetzt einzahlen, sondern machen wir Ihr Demokonto platt. Wie gesagt, das ist nicht unser Anliegen. Da sind wir auch sehr, sehr beliebt in der Szene, weil wir die Kunden mit Verlaub nicht penetrieren, irgendwas zu tun. Ja, die Kunden kommen zu uns, wir bieten den Marktplatz. Das sind wir, Angebot, Nachfrage. Und das machen wir fair, transparent und das ist unsere Aufgabe und nichts anderes. Wir wollen jetzt natürlich auch, dass unsere Kunden erfolgreicher werden, weil wir eine Win-Win-Partnerschaft eingehen wollen. Das ist richtig, aber wir werden sie nie umerziehen können. Das liegt uns auch fern, um Gottes Willen. Aber letztlich hier, die Aufmerksamkeit ist schon relativ lange beansprucht und ich habe hier mal so einen kleinen Spruch. Gedanken des Weges zum Ziel. Ja, ich lasse den Slide mal jetzt ein Stück weit dran. Ich lese es mal nicht vor, sondern das gilt es einfach mal so ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Wie denn der Weg des Tradings so verlaufen kann. Und das ist, wie gesagt, ein Prozess der Entwicklung. Kontinuierlich an den Märkten Geld zu verdienen, ist wirklich, und dann bin ich am Eingangsslide, eine Königsdisziplin. Das zu schaffen, man muss sich bewusst sein, das schaffen wirklich nur 5%. Wenn man sich dem aussetzt und kontinuierlich dranbleibt, dann muss man Biss haben, dann muss man auch mal wirklich was aushalten können. Der Weg ist möglich, es ist definitiv machbar, dass man erfolgreich wird. Man muss nicht zu den Tops gehören. Ja? Wenn man es schon schafft, sein Geld zu erhalten, um mit seinem Hobby, was ja Börse ist,
sich vielleicht ein schönes Essen beim Italiener zu leisten, ist ja auch mal schon mal eine halbe Miete eingefahren, ja. Anstelle von, sag ich mal, 10.000 Euro in den Sack zu schießen und dann zu sagen, jetzt ist alles weg. Nee, dass man einfach sagt, man levelt sich irgendwo. Zumal ja in Deutschland leider Gottes Analphabetismus in Sachen Finanzmärkte herrscht, ja. Das ist ja nun mal so. Selbst der Banker weiß ja noch nicht mal, wie die Börse funktioniert. Das ist schon hart. Eine reine Kreditwirtschaft, ne? Was anderes ist das nicht. Aber da muss ich sagen, da kann man viel Aufklärungsarbeit leisten und auch, dass man sich selber um seine Kapitalbestände, um seine Markterfahrung bemüht, ist sicherlich ein Prozess, der einen langfristig nur zu teilen werden lässt im Positiven. Und dann eben auch hier, man muss ja nicht der Hardcore-Trader sein, sondern einfach schon eine Affinität zu Aktien zu schaffen beispielsweise, ist nicht verkehrt im derzeitigen Umfeld. Und ich glaube, auch Aktien wird es noch, mit Verlaub, da bin ich nicht mehr da, aber wahrscheinlich in 500 Jahren noch geben, wie es sie vor 400 Jahren schon gab. Ja, ich meine, das ist eine Geschichte, die schreibt sich fort. Und es gibt immer Neuigkeiten und Börse, Aktien, Märkte, Forex ist ja auch noch ein sehr junger Markt, hoch, hoch interessant. Und ich glaube, da gibt es noch viel zu lernen, aber es ist eben ein Weg, den man gehen muss und der eben nicht von heute auf morgen geht.